In dieser Vorlesung besprechen wir die Rotation eines Vektorfelds und können damit später den Satz von Stokes formulieren. Die Rotation eines Vektorfeldes A bezeichnen wir mit dem Symbol Rot A. Diese Rotation wird auch Wirbelstärke genannt. Und dieser Ausdruck macht klar, was diese Größe bedeuten soll. Sie soll uns angeben, inwiefern dieses Vektorfeld Wirbel aufweist. Wenn wir das hier einmal als Beispiel betrachten, dann sehen wir, also das sind die Feldvektoren des Vektorfeldes A, dann sehen wir offenbar, dass hier ein Wirbel vorliegt, der senkrecht zur Achse E3 orientiert ist. Die Größe Rotation von A soll dann so beschaffen sein, dass sie uns für diesen Punkt etwa angibt, dass der Wirbel senkrecht zur Achse E3 orientiert ist. Und diese Größe soll uns auch die Stärke dieses Wirbels angeben. Damit ist die Rotation des Vektorfeldes eine vektorielle Größe, die natürlich auch vom Raumpunkt abhängt. Also ist die Rotation von A ein Vektorfeld. Mittels dieser Rotation können wir dann später den Satz von Stokes formulieren. Das ist ein Integralsatz, genau wie der Satz von Gauss, allerdings um eine Dimension niedriger. Das heißt, hier betrachten wir nicht ein Volumengebiet, sondern ein Flächenstück S. Dieses Flächenstück besitzt einen Rand, das ist jetzt dieser rote Weg, und diesen Rand von S bezeichnen wir mit diesem Symbol ds. Wenn wir jetzt ein beliebiges Vektorfeld A längs des Rands, also längs dieses Weges hier integrieren, das steht auf der linken Seite, dann behauptet der Satz von Stokes, dass das das gleiche ist wie ein Flächenintegral über diese Fläche, die von diesem Weg, hier ds, umrandet wird. Und der Integrant ist dann nicht das Vektorfeld, sondern die Rotation des Vektorfeldes. Wir sehen also, dass dieses Integral umgewandelt werden kann, indem wir den Rand weglassen und dafür diese Differentialoperation Rotation vor den Integranten schieben. Zur Motivation der Definition der Rotation oder Wirbelstärke eines Vektorfelds betrachten wir nochmal die Situation von eben. Wir haben ein Vektorfeld A vorliegen mit dieser Feldkonfiguration. Offenbar haben wir an diesem Punkt einen Wirbel vorliegen, der senkrecht zur Achse E3 orientiert ist. Nun benötigen wir eine mathematische Größe, die uns sagt, dass an diesem Punkt tatsächlich eine Wirbelstärke entlang dieser Achse vorliegt. Dazu betrachten wir jetzt Testflächen S, die um diesen Punkt zentriert sind und senkrecht zu dieser Achse E3 sind. Etwa eine Kreisscheibe. Und dann nehmen wir dieses Linienintegral. Wir integrieren also das Vektorfeld A entlang des Randes dieser Testfläche. Wenn das Vektorfeld an diesem Punkt eine Wirbelstärke in diese Richtung hat, genau dann muss dieses Integral einen positiven Wert ergeben. Das führt uns dann zur Definition der Rotation von A im Punkt R, bezeichnet durch Rot A von R. Das ist ein Vektor, der eindeutig bestimmt ist durch diese Definitionsgleichung. Auf der linken Seite steht ein Skalarprodukt von genau diesem Vektor, den wir hierdurch bestimmen wollen, und einer beliebig vorgegebenen Richtung n. Auf der rechten Seite haben wir dann diesen Grenzwert. Und was wir hier stehen haben, ist genau ein solches Linienintegral über den Rand einer Testfläche S, die an dem Punkt R zentriert ist und senkrecht zur Achse n orientiert ist, die wir hier auf der linken Seite vorgeben. Dieses Skalarprodukt misst sozusagen die Komponente der Rotation von A in Richtung n. Und um diese Komponente zu bestimmen, benötigen wir eben Testflächen, die immer senkrecht zu n orientiert sind.
Dieses Linienintegral wird noch normiert, das heißt, wir teilen durch den Flächeninhalt dieser Fläche S und ziehen dann den Limes, bei dem diese Flächeninhalte gegen 0 gehen. Wir müssen noch klären, in welcher Richtung wir entlang dieses Randes laufen, und das wird geregelt durch die rechte Handregel. Wenn der Daumen entlang dieser Richtung N zeigt, die wir vorgeben, also der Flächennormalen, dann laufen wir den Rand in der Richtung ab, in der die Finger zeigen. Durch diese Gleichung, bewertet für alle Richtungen, die es gibt, ist dann diese Größe eindeutig bestimmt. Auf der nächsten Seite überlegen wir uns dann, wie wir diese Größe dann tatsächlich in kartesischen Koordinaten berechnen können. Wir gehen also von einem gegebenen kartesischen Koordinatensystem aus und haben zu diesem kartesischen Koordinatensystem auch orthonormale Achsen E1, E2 und E3. Wir wollen jetzt die Komponenten des Rotationsvektors A an der Stelle R0 bezüglich dieser orthonormalen Achsen bestimmen und betrachten hier zuerst die E3-Komponente, die gegeben ist durch das Skalarprodukt des Rotationsvektors A mit der entsprechenden Achse E3. Nach der Definition auf der vorherigen Seite müssen wir also kleine Testflächen S wählen, die am Punkt R0 liegen und senkrecht zu E3 liegen. Wir nehmen natürlich Testflächen, die zu diesen kartesischen Koordinaten passen, also kleine Quadrate mit Kanten h mal e1 und h mal e2, wobei h immer eine sehr kleine Größe sein wird. Die Fläche dieses Quadrats ist offenbar h Quadrat und der Rand ds, den wir benötigen für dieses Integral, setzt sich zusammen aus diesen Wegstücken c1, c2', c1' und c2. c1 liegt parallel zu e1, c1' ist antiparallel zu e1 orientiert, c2 ist parallel zu e2 und c2 antiparallel zu e2. Wir fassen immer zwei Beiträge zusammen zu diesem Wegintegral, also der Beitrag von C1 und C1' ist dieses Integral. Wir verwenden die Koordinate x, um diesen Weg zu parametrisieren, laufen also von x0 bis x0 plus h, und wenn wir etwa dieses Wegstückchen langlaufen, dann ist es das Integral über die A1-Komponente, weil das Skalarprodukt mit der Wegrichtung und dem Vektorfeld genau die A1-Komponente ergibt. Wir halten y0 und z0 fest und laufen nur entlang und variieren nur die x-Komponente. Ähnlich machen wir es mit dem Beitrag des Wegstückes c1'. Hier bekommen wir nur ein negatives Vorzeichen, weil wir das Wegstück in umgekehrte Richtung ablaufen. Ansonsten läuft die x-Komponente auch von dort bis dort. Und diesmal müssen wir allerdings die y-Komponente nicht bei y0 wählen, sondern y0 plus h, weil wir ja die obere Kante ablaufen. Wir können natürlich diese Differenz zusammenfassen und durch die partielle Ableitung darstellen, da ja h eine sehr kleine Größe ist. Dann ist das im Wesentlichen die Definition der partiellen Ableitung dieser Größe, also der A1-Komponente, nach dem zweiten Argument, also nach x2. Denn hier steht y0 und hier y0 plus h. Also ist es insgesamt die negative partielle Ableitung von A1 nach x2 multipliziert mit h, der Differenz in diesen Komponenten. Das gleiche machen wir für den Beitrag von C2 und C2', hier und dort. Da nehmen wir als Parameter natürlich die y-Koordinate, läuft von y0 bis y0 plus h. Einmal für den Weg C2' begeben wir uns an die Stelle x0 plus h, das ist hier,
und laufen dann entlang der y-Richtung. Deswegen steht hier der Parameter y natürlich. Und analog für den Beitrag des Weges C2, den wir in umgekehrte Richtung ablaufen, deswegen erscheint hier wieder das Minus. Und mit denselben Argumenten wie zuvor sehen wir, dass diese Differenz gegeben ist durch die partielle Ableitung jetzt der zweiten Komponente nach x1. Wir erhalten hier die zweite Komponente, da ja die Wegstücke C2 und C2' parallel zu E2 sind und deshalb das Skalarprodukt zwischen dem Geschwindigkeitsvektor sozusagen und dem Vektorfeld dann genau die zweite Komponente ergibt. Da h sehr klein ist, können wir diese Integrale einfach nähern, indem wir diesen Integranten an einer Stelle mit h multiplizieren. Das gibt genau ein h². Das teilt sich hier heraus, da wir durch die Fläche dividieren. Ebenso beim zweiten Integral. Und was übrig bleibt, sind tatsächlich nur die partiellen Ableitungen mit positiven Vorzeichen für das zweite Integral. dA2 nach dx1 an der Stelle r0 und mit negativen Vorzeichen beim ersten Integral. dA1 nach dx2 an der Stelle r0. Wir erhalten also die E3-Komponente der Rotation A als die Differenz dieser partiellen Ableitungen. Analoge Überlegungen können wir anstellen, um auch die E1 und E2-Komponente der Rotation A zu bestimmen und erhalten dann die 1-Komponente durch die Differenz dieser partiellen Ableitungen, die 2-Komponente durch die Differenz dieser partiellen Ableitungen. Wir erkennen, dass wir dann diesen gesamten Vektor Rotation A darstellen können durch das Kreuzprodukt des Nabla-Operators, dessen Komponenten gerade diese partiellen Ableitungen sind, mit dem A-Vektor. Alternativ können wir das Liebige Vita-Symbol verwenden und erhalten dann, dass die Rotation A entweder durch diesen Ausdruck gegeben ist oder wenn wir direkt die karte Komponente nehmen, haben wir nur eine Zweifachsumme über diese Terme. Die Indizes i, j und k laufen natürlich immer von 1 bis 3. Die Rotation wollen wir nun an einigen Beispielen erläutern und auch eine physikspezifische Anwendung aufzeigen. Unser erstes Beispiel ist dieses Vektorfeld, das Komponenten hat, die immer parallel zu E1 sind und deren Stärke linear mit der zweiten Komponente skalieren. Wenn wir das grafisch darstellen wollen durch Vektorpfeile des Vektorfeldes, dann würde das ungefähr so ausschauen. Die Rotation dieses Vektorfeldes können wir jetzt berechnen über diese Formel in kartesischen Koordinaten. Der Vektor, dargestellt in Komponenten e1, e2, e3, ist offenbar x2, 0, 0. Wir wenden darauf, oder wir bilden das Kreuzprodukt mit dem Nabla-Operator und sehen durch einfaches Nachrechnen, dass das hier rauskommt. Die Rotation von x2, e1 ist also an jeder Stelle im Raum konstant vom Wert minus e3 Vektor. Dieses Vektorfeld ist so einfach, dass man sogar die ursprüngliche Definition direkt hätte anwenden können. Wir würden dann ein kleines Quadrat etwa ablaufen und was man sieht ist, dass es überall negative Beiträge gibt. Dieses Quadrat ist natürlich senkrecht zu e3 orientiert. Das erklärt, warum wir hier das negative Vorzeichen haben. Das zweite Beispiel ist ein Vektorfeld, das ein Punkt mit Ortsvektor r auf a Kreuz r abbildet, wobei a ein konstanter Vektor ist. Wenn man dieses Vektorfeld grafisch veranschaulichen möchte, müssen wir uns die Richtung oder den Vektor a vorgeben. Sagen wir, der geht zeigt in diese Richtung. Wenn das hier der Ursprung ist, dann bilden wir den Ortsvektor, sagen wir, dieses Punktes und bilden dann das Kreuzprodukt zwischen diesem Ortsvektor und dem konstanten Vektor a und erhalten dann einen Vektor, der senkrecht zum Ortsvektor steht und senkrecht auf a, also etwa in diese Richtung zeigt.
Die Beträge der Vektoren werden desto größer, je weiter wir uns von dem Ursprung entfernen. Von der, genau gesagt, durch die Achse, die parallel zu A ist und durch den Ursprung geht. Wenn wir jetzt die Rotation dieses Vektorfelds berechnen wollen, einmal direkt mit etwa dem Nabla-Operator, dann empfiehlt es sich, ein kartesisches Koordinatensystem so zu wählen, dass die E3-Achse parallel zu A ist, zum A-Vektor. Das heißt, der A-Vektor ist dann A mal E3 oder in Komponenten dargestellt 0, 0, A. Dann ist A Kreuz R, der Ortsvektor R ist gegeben durch x1, x2, x3, gegeben durch diesen Vektor. Wir setzen das dann in die Formel ein für die Rotation, bilden also das Kreuzprodukt des Nabla-Operators mit diesem Komponentenvektor, rechnen das stumpf aus und kommen dann zu diesem Resultat. Die Rotation des Vektorfeldes 0,0a ist gegeben durch 0,0,2a. Und das entspricht auch unserer Anschauung. Offenbar wirbelt dieses Vektorfeld um diesen Punkt herum. Und deswegen ist die Rotation, ist ja ein Vektor, parallel zu a. Und was man nicht sehen kann, was wir aber hier ausgerechnet haben, ist, dass der Vektor tatsächlich konstant ist, egal an welcher Stelle wir die Rotation bilden. Alternativ und zur Übung berechnen wir die Rotation von A Kreuz R noch einmal, diesmal mit der Formel mit dem Levi-Civita-Symbol. Das ist hier nochmal hingeschrieben. Wir haben also die Summe über I, J und K, jeweils von 1 bis 3, das Levi-Civita-Symbol, die partielle Ableitung nach dem ersten Index, der J-Index des Vektorfeldes mal dem Richtungsvektor EK, der dritte Index. Das Vektorfeld ist wieder ein Kreuzprodukt, das können wir auch wieder durch das Levi-Civita-Symbol darstellen. Hier muss man sich noch die Summe über L und M dazu denken und ist dann gegeben über diese Summe mal Epsilon LMJ ALXM. Das führt uns auf diese zweite Gleichung oder die zweite Zeile. Wir haben hier die Summation über I, J, K, L und M. Dann sammeln wir alle Faktoren. Epsilon I, J, K, Epsilon M, J, L. Hier haben wir einmal zyklisch die Indizes durchgetauscht, was das Symbol nicht verändert. Die partielle Ableitung nach XI, die Komponente XM, die Komponente AL und EK-Vektor. Die partielle Ableitung von XM nach XI ist genau 1, wenn M gleich I ist und verschwindet, wenn I verschieden von M ist und damit ist es genau gleich dem Kronecker-Delta von M und I. Das heißt, die Summation über M etwa fällt weg und wir haben M zu ersetzen durch I. Das führt uns auf diesen Ausdruck. Jetzt schauen wir uns das genauer an. Wir haben hier zweimal das Produkt zweier Levi-Civita-Symbole stehen. Einmal IJK, einmal IJL. Damit etwas Verschiedenes von 0 herauskommt, muss I und J verschieden von K sein. Das bedeutet aber, da hier dasselbe I und J auftaucht, dass L gleich K sein muss. Wenn zum Beispiel K gleich 3 ist, dann muss auch L gleich 3 sein und I und J könnte einmal 1 und 2 sein, 1, 2, 3, hier wie dort, gibt zusammen den Faktor 1. Es könnte aber auch die Belegung sein, dass I 2 ist, J ist 1, K und L ist 3, dann ergibt das minus 1 und hier minus 1, also zusammen wieder ein plus 1, aber wir sehen, dass es für jede Komponente K gibt es zwei Wahlmöglichkeiten. Deswegen haben wir insgesamt einen Faktor 2, weil wir zwei Möglichkeiten haben, I und J zu belegen. Und L und K müssen übereinstimmen, können aber alle Werte von 1 bis 3 annehmen.
Also ist es exakt dieser Ausdruck. Wir summieren diesen Index L von 1 bis 3, AL mal EL und alles multipliziert mit 2. Und das ist offenbar der Vektor 2 mal A. Ob nach A ausgerechnet oder nach B ausgerechnet, wir erhalten jedes Mal die Rotation von A Kreuz R ist 2A Vektor. Wir merken uns, dass dieses Vektorfeld ein Vektorfeld konstanter Rotation ist, vom Wert 2a. Unser drittes Beispiel ist eine nützliche Formel. Wenn wir ein Vektorfeld a vorliegen haben und ein Skalarfeld f, dann können wir punktweise das Skalarprodukt bilden zwischen f und a und erhalten dann ein neues Vektorfeld, f mal a Vektor. Die Rotation dieses Vektorfeldes ist dann gegeben durch diese Formel, die wir gleich zeigen wollen. Wir erhalten die Rotation von f mal a als das Kreuzprodukt zwischen Gradienten von f und a-Vektorfeld plus dem Skalarprodukt von f mal der Rotation von a. Das kann man zeigen, zum Beispiel mit der Formel für die Rotation mit dem Levi-Civita-Symbol, wie wir es ja gerade schon gesehen hatten. Also setzen wir das ein, wieder die Dreifachsumme über alle Indizes, Epsilon IJK, partielle Ableitung nach dem ersten Index, dann die J-Komponente des Vektorfeldes, also hier genau F mal J-Komponente von A mal EK. Hier ist jetzt der entscheidende Schritt. F kann von den Koordinaten abhängen, ebenso AJ, also wenden wir die Produktregel an. Einmal partielle Ableitung von f nach xi plus mal aj plus f mal die partielle Ableitung von aj nach xi. Dann haben wir zwei Summen, jeweils über ijk. Die erste Summe mit diesem Term, die zweite Summe mit diesem Term. In der ersten Summe erkennen wir, dass hier nichts anderes steht als erstens hier die ite Komponente des Gradienten von f, also epsilon ijk, ite Komponente von Grad f mal aj mal ek. Das ist aber nichts anderes als das Kreuzprodukt von Gradient von f mit a. Das ist der erste Term. Der zweite Term, dort haben wir einmal die Funktion f stehen, die aber nicht von den Indizes abhängt, also können wir sie davor schreiben und erkennen sofort, dass das, was hier steht, die Rotation von a ist, Skalarprodukt mit f. Damit haben wir dann diese Formel gezeigt. Das einfache Vektorfeld r, das jeden Punkt mit Ortsvektor r genau diesen Ortsvektor zuordnet, hat verschwindende Rotationen, was man wie folgt leicht einsieht. Wir nehmen die Formel mit dem Levi-Civita-Symbol und sehen, dass hier durch die partielle Ableitung der j-Komponente von r, also xj, nach der iten-Komponente genau das Kronecker-Delta-ij auftaucht. Und aufgrund dieses Kronecker-Delta-ij müssen diese Indizes übereinstimmen. Wenn aber bei einem Levi-Civita-Symbol zwei Indizes übereinstimmen, dann ist es gleich 0. Also verschwinden alle Komponenten und wir haben nachgerechnet, dass die Rotation von r tatsächlich der Nullvektor ist. Dieses Vektorfeld r ist offenbar ein Zentralfeld und eigentlich erwarten wir, dass für alle Zentralfelder, die isotrop sind, tatsächlich die Rotation verschwindet. Das wollen wir hier unter fünftens zeigen. Jedes isotrope Zentralfeld hat verschwindende Rotation oder man sagt auch, es ist rotationsfrei. Dazu nehmen wir die Formel, die wir unter 3 gerade gezeigt haben. Ein isotropes Zentralfeld ist von dieser Form. Es ist parallel zum Ortsvektor und der Betrag hängt nur vom Abstand ab zum Ursprung. Also kann es immer in diese Form gebracht werden. Nach der Formel unter 3 haben wir dann die Rotation von diesem Vektorfeld gegeben durch den Gradient von f, Kreuz r, plus f von r mal der Rotation von r. Das haben wir gerade gesehen, ist der Nullvektor. Wir wissen, dass der Gradient einer Funktion f, die nur vom Betrag von r abhängt,
gegeben ist durch die Ableitung von f mal dem Richtungsvektor, mal dem Ortsrichtungsvektor R-Dach. Diese Vektoren stehen parallel, also verschwindet auch das Kreuzprodukt, es kommt der Nullvektor heraus und wir haben damit gezeigt, dass die Rotation dieses isotopen Zentralfelds tatsächlich der Nullvektor ist. In der Physik wird die Rotation etwa benötigt, um das Faradaysche Induktionsgesetz aus der Elektrodynamik in eine quantitative Form zu bringen. Qualitativ besagt dieses Gesetz, dass ein zeitlich veränderliches Magnetfeld ein elektrisches Wirbelfeld erzeugt. Um jetzt zu einer quantitativen Formulierung dieses Gesetzes zu kommen, benötigen wir erstmal ein Vektorfeld B, das das Magnetfeld beschreibt. Das hängt vom Ort ab, aber auch von der Zeit, weil wir ein zeitlich veränderliches Magnetfeld betrachten müssen. Das elektrische Feld bezeichnen wir mit einem Vektorfeld E, abhängig von R und auch von der Zeit t. Das Faradaysche Induktionsgesetz besagt nun, dass die Wirbelstärke des erzeugten elektrischen Feldes, gegeben durch die Rotation von E, identisch ist mit der zeitlichen Ableitung des Magnetfeldes, also das beschreibt die zeitliche Veränderung des Magnetfeldes, multipliziert mit minus 1. Wie auch das Gaußsche Gesetz der Elektrodynamik, der Elektrostatik oder auch der Gravitation, ist diese Gleichheit keine mathematische Gleichheit, sondern ein physikalisches Gesetz und wird durch Experimente und Beobachtungen bestätigt. Wir sehen also, dass gewisse physikalische Gesetze nur formuliert werden können, wenn man genau weiß, was man unter der Wirbelstärke oder der Rotation eines Vektorfeldes verstehen kann.